Servus, hallo und willkommen zurück zu Harveys Neue Augen, Part 4. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen hier im Kloster umgesehen und jetzt müssen wir sehen, wie wir es schaffen, hier rauszukommen bzw. weiterzukommen. Kurzes Dankeschön an all diejenigen, die gewartet haben und auch ein fettes Entschuldigung. Ich war ja mehr oder weniger erkältet. Und der ganze Husten hat mich halt mega aufgeregt. Aber das ist jetzt vorbei, jetzt kann ich wieder loslegen. Sollte ich doch hin und wieder mal husten, dann verzeiht's mir. So, Kronleuchtenbefestigung. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Ich hab aber nichts, um das zu oder? Sag mir bitte nicht, dass das jetzt mit dem Presslufthammer geht. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Ach, wir brauchen schon Gründe, um irgendwas zu machen in einem Adventure. Ja, vielen Dank dafür. Eine wütende Maske, eine fröhliche Maske und eine traurige Maske. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. So, dreimal dasselbe. Gehen wir mal zum Rundgang. Das Ding ist ja, ich komme ja unten an diesen Rabauken nicht vorbei. Da ist ein Haken, da ist ein Kamin. Wir haben eine Halterung. Ich kenne das aus Indiana Jones Filmen. Wenn man die Halterung mitsamt der Fackel bewegt, dann öffnet sich irgendwas. Ganz bestimmt, dann öffnet sich hier wahrscheinlich der Kamin. So muss das sein. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Alle auf einmal, so ist gut, Lilly. Die Oberin von... Okay, da sagt er wieder dasselbe. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Alter, wie krass. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Ich verstehe. Ins Büro der Oberin. Wollen wir da wirklich rein? Eigentlich nee, oder? Ja. Topfpflanze. Essenslift. Kann ich die jetzt mitnehmen? Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach. Ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht, an eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Alter. Sehr nett, sehr, sehr nett. Können wir den Quittungsspieß mitnehmen? So, das geht. Hier haben wir nochmal den Haken. Was ist denn das? Vielleicht können wir der Murmel zu essen geben. Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Okay, das schon mal nicht. Wie wär's mit Tollkirschen? Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Vielleicht soll ich ja der Topfpflanze diese Kirschen geben. Mit dem Haken können wir auch noch nichts machen. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Sagt er dazu was? Nee, dazu sagt er nichts. Die lustige Blume. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach... Genau. Tollkirschen an die Topfpflanze. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Niemand will sich's mit dieser lustigen Blume verscherzen, glaubt mir. Mario weiß, wovon wir reden. Das Rezept... Lilly würde das Rezept später lesen. Sie sollte das Essen ja nicht selber zubereiten, sondern es lediglich zu Doris bringen.
Okay. Kann ich hier irgendwas in den Essenslift tun? Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Das heißt nicht, dass wir das so verwenden müssen. Schade, hier kommen wir also erstmal nicht weiter. Aber ich finde es gut, dass wir nicht auf die oberen getroffen sind. Gibt es wenigstens da schon mal keinen Ärger. Da sagt ihr also, das ist noch nicht nötig. Okay. In den Schlafsaal. Klosterflur. Gehen wir mal in den Klosterflur. Oh, auch relativ neu. Was haben wir hier? Eine Schuluhr. Die Schuluhr war außer Reichweite. Sind das Knallfrösche tatsächlich? Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Ist mir egal, ich würde sagen, wie schaffen wir es, die anzuzünden? Oh Gott, ins Klassenzimmer. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Samurai, der Kinder verprügelt, oder? Finde ich schon. So, was haben wir hier noch? Ein Gargoyle. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Ja, wie denn? Auch bei Sonnenlicht geht das ja auch nicht. Wir wissen doch, wie Gargoyles funktionieren. Zur Sammlung, Wartungsklappe. Ja, ich würde gerne wissen, was es mit der Wartungsklappe auf sich hat. Okay. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Wir haben aber nichts bis auf den Quittungsspieß, aber das wird das Falsche sein. Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Lilly hätte natürlich auch erst nachdenken können. Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Ich liebe das, wenn Poki sich selbst auf den Arm nimmt. Also wir müssen ja offensichtlich irgendwie eine Schere, ein Schwert, irgendwie sowas dran befestigen, dass wenn sich das bewegt, dass das den Gargoyle durchtrennt. Dann kommen wir vielleicht dann an die Knallfrösche ran. Würde ich mal behaupten. So, zur Sammlung oder ins Klassenzimmer? Wir gehen erstmal zur Sammlung. Was für eine Sammlung? Wow. Da ist auch das Meerschweinchen. Oh Gott, was bist denn du für einer, alter Greis? Meine Güte, was haben wir hier denn alles? Pfadfindertruhe? Eine Muskete. Das besagte Meerschweinchen. Regalplatz. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Ist doch was dasselbe. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Alter, der Tote spricht. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Was ist denn so schlimm an Rhabarber? Also in Kuchen finde ich das ganz geil. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Ist ja auch voller Alkohol. Oh, wir können das mitnehmen. Die Muskete werden wir wahrscheinlich nicht antatschen dürfen, oder? Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also, lass die Finger. Die Mein Gott, hat der ein Problem. In dem Regal gab es drei leere Sockel.
Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Wir haben hier seltsame Steine. Ich kenne mich da nicht so besonders gut aus. Das ist auf jeden Fall eine Art Kristall. Habt ihr da draußen... Es gibt doch diese Selbstexperiment-Koffer-Dingenskirchen, wo man sich seine eigenen Kristalle züchten kann. Hat das da draußen schon mal jemand gemacht? Funktioniert das? Ist das cool? Also, ich stelle mir das eigentlich mega... Also, das Problem ist halt an diesen Koffern. Es funktioniert nie so, wie es auf der Verpackung beschrieben steht, ja? Aber wenn es so funktionieren würde, wäre das doch mega geil. Nanu, das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Klingt ein bisschen wie Edmund Stoiber, muss ich sagen. Und übrigens, der erinnert mich ein bisschen an die Zeichnung von Knorkator, alter Mann. Einfach mal auf YouTube eingeben, wer auf Rockmusik steht. Knorkator, alter Mann. Ist ein sehr, sehr lustiger Text. Und das Video dazu ist auch nicht verkehrt. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ich habe in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den So viel Quatsch, herrlich. Wollen wir ihn wirklich nach der Geschichte fragen? Hat er uns überhaupt irgendwas Sinnvolles zu erzählen? Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Der ist ganz schön rumgekommen, was? Aber so ein Anschauungsobjekt hätte ich auch ganz gerne gehabt. Nicht, dass unser Geschichtsunterricht langweilig gewesen wäre. Können wir wieder raus? Nee, wir müssen hier erstmal den Dialog beenden, dann können wir wieder raus. Alles will seine Ordnung haben. Oh Gott, das Klassenzimmer. Oh, wer bist denn du? Wer von euch geht noch zur Schule? Oder zur Uni? Zählt auch. Also, wer von euch muss noch die Schulbank drücken? Bitte melden. Würde mich interessieren. Ich nicht. Ich arbeite einfach, weil Geld und so. So, Birgit heißt die Gute. Hallo Birgit. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Glaube ich nicht, denn Birgit war scheiße hässlich. Du
brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Die stirbt als nächstes. Wir können über das Pfadfinderabzeichen reden, wir können über das fehlende Banner reden oder über die Oberin. Über das Sticken selbst oder über die Tiere. Ja, was für Tiere vermitteln denn geile Werte? Also, ich muss ja sagen, wenn ich mir jetzt ein Tier aussuchen könnte, ja, ich glaube, also nächst übertragensten Sinne wie möglich, dann wäre das vermutlich der Bär. Bär oder eine Katze. Denn ich bin eigentlich ein sehr schwerfälliger Geselle. Ich bin relativ ruhig, aber wenn du mich sauer machst, dann beiß ich dir die Rübe ab. Ja? Ich bin mega freundlich, aber auch ich habe Grenzen. Auch mein Geduldsfaden, Stickereien und Faden und... Nee, ich mach das schon wieder, alter Mann. Kleiner Spaß am Rande. Und eine Katze, weil ich bin doch sehr, sehr verschmust und schläfrig. Also in letzter Zeit doch. Ja, das klappt ganz gut. Verfressen bin ich auch. Also passt das auch wunderbar. Und ich mache nur Dinge, die mich interessieren. Wie zum Beispiel Let's Plays. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Nö, da nehmen wir das Stinktier. Da habt ihr es, Bär, Stärke. Ne? Genau mein Ding. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Das sind aber sehr, sehr viele interessante Aspekte jetzt gefallen. Passt mal auf. Warum macht man etwas, was man nicht gut kann? Klar, ich kann es verstehen. Das macht einem Spaß. Aber ist denn in etwas erfolgreich zu sein nicht auch so ein bisschen mit Spaß verbunden? Kleines Beispiel. Nehmen wir mal Snowboarden, okay? Du fährst Snowboard und fällst alle 10 Sekunden auf die Fresse. Macht das dann wirklich immer noch Spaß? Ich sag euch, irgendwann habt ihr einfach die Schnauze voll. Ja, klar. Und jetzt kommt wieder das Nächste. Du kannst eine Sache üben, um daran besser zu werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, es heißt ja immer, du kannst alles lernen, sag ich mal, wenn du dich nur reinhängst. Aber ich glaube, uns sind da so ein bisschen Grenzen gesetzt. Es gibt durchaus Talente. Also, wie hieß er? Conan McGregor, glaube ich. Das ist der UFC-Champion. Tut mir leid, dass ich jetzt so weit aushole, aber er hat halt einfach ein Zitat in letzter Zeit gebracht, das unglaublich dumm, meiner Meinung nach, war. Denn er hat gesagt, sowas wie Talent gibt es nicht. Es gibt nur sowas wie Obsession. Also, du kannst halt noch so talentiert sein, aber wenn da halt jemand ist, der da mega, mega dahinter steckt, der ist dann halt immer besser so auf die Art, ja. Wer mit der UFC nichts anfangen kann, das ist übrigens so kämpfen, so härter als Boxen, ne? UFC. Und da haben halt viele Leute geschrieben, ja, klar, also der Mozart mit 5 Jahren, der war nicht talentiert, der hat einfach nur sein Leben lang hart gearbeitet. Ich glaube schon, dass durchaus Talent verfügbar ist. Weißt du, es gibt Leute, singen ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt Leute, die können singen und es gibt Leute, die können nicht singen. Und ich glaube, du kannst da so viel trainieren, wie du willst. Du kannst besser werden, aber du kannst nicht so gut werden, wie jemand, der talentiert ist.
Behaupte ich jetzt einfach mal so. Deswegen ist es viel, viel wichtiger, nach den Talenten zu suchen, die man kann. Ist jetzt ein sehr, sehr tiefsinniger Tipp von mir und Dr. von Hirschhausen. Versucht nicht eure Stärken, umgekehrt. Versucht nicht eure Schwächen auszubessern. Versucht eure Stärken zu verstärken. Wenn ihr was nicht könnt, lasst es. Sagt den Leuten einfach, hey, ich zum Beispiel, ich bin eine unglaubliche Orientierungsgurke. Das glaubst du nicht. Also, wer One Piece kennt, ich bin, Zorro. Wer Ranma ½ kennt, ich bin Yoga. Ich verlaufe mich in meinem eigenen fucking Garten. Ohne Witz. Und aus dem Grund habe ich, wenn ich irgendwo hinfahre, Navi dabei, weil ich weiß, der Necro, der kriegt das nicht hin. Aber dafür kann ich andere tolle Sachen. Wie zum Beispiel, ich kann schon tolle Sachen, wenn ich will, aber jetzt würde ich gerne einfach mal im Spiel weitermachen, damit ich den Part beenden kann. Wir sprechen die Sachen noch durch und dann wird es Zeit, dass der Necro was zu essen kriegt, weil ich habe mega Hunger und meine Freundin ist gerade am Kochen. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ich war eigentlich auch ganz oft der Lieblingsschüler der Lehrer, also ab der 5. Weil ich einfach nur mitgearbeitet habe. Ja. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke! Ganz toll, Lilly! Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Wo ist denn die Kantine? Weil da will ich schon gerne rein. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Wie gesagt, ich mag sie nicht. Die muss sterben. Die muss irgendwie sterben. Das kriegen wir schon hin. So, alles klar. Wollen wir das Adlermodell noch mitnehmen? Ich glaube, das wird sie uns nicht freiwillig hergeben, oder? Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Wie gesagt, Talentfreunde. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Ich verstehe. Da ist eine Vitrine. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Vielleicht können wir sie ja einschlagen irgendwann. Naja, okay. Wir sollen also in die Kantine. Wo sich die Kantine befindet, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann! Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei.